Hallo, hier ist Mann um Mann. Ich freue mich, dass ihr mir heute wieder zuschaut. Ja, ich habe mir Folgendes überlegt, und zwar nicht aus einer Röhre blöd rauszuschauen, sondern was mache ich mit einer leeren Klopapierrolle? Das mal erste, was wir machen mit Klopapierrollen, wenn wir denn kein Papier mehr drauf haben, wir schmeißen sie halt weg. Aber mir sind drei Ideen eingefallen, wo man die eventuell doch vernünftig noch verwenden könnte. Und bitte schaut sie euch doch einfach einmal an. Hallo, ja, Tipp Nummer 1. Geht ihr einkaufen unterwegs? Ach Mensch, und irgendwann kommt ja doch, man muss noch mal aufs Klo. Ja, nun wissen wir alle, die Klos sind nicht immer die saubersten. Oder es wird nicht jeder sich die Hände waschen, wenn er dann das Klo verlässt. So, oder ihr wascht euch die Hände, fasst die Türklinke an und was ist? Ihr habt diese ganzen Bakterien hier an den Händen. Und um das zu vermeiden, hilft so eine kleine Rolle, die ihr ruckzuck einfach einsetzen könnt und sie auch so gar nicht transportmäßig schwierig ist mitzunehmen mal und sie einen sinnvollen Zweck erfüllt. Ich zeige euch mal, wie. Ja, ihr mögt hier nun mal nicht diesen Handgriff anfassen und euch irgendwelche Bakterien einfangen. Nein, ihr nehmt diese Rolle, schiebt sie einmal drüber und öffnet so die Tür, ohne in Kontakt zu kommen mit dem Handgriff selber. Hier gleich wieder beim Schließen, wieder rüber schieben, Tür zumachen und die Tür ist zu. Nun habt ihr diese Pappe, wenn benötigt ihr, könnt sie weiter benutzen oder eben dann entsorgen. Und diese Pappe hat dann noch einen Sinn nach seinem eigentlichen Zweck erfüllt. Tipp Nummer 2. Ja, nachdem das vielleicht schon mal ein nützlicher Hinweis war, der Tipp Nummer 1, möchte ich euch empfehlen, Tipp Nummer 2 noch einmal zu machen. Jeder kennt es, ihr kommt ins Auto, entweder ist der Lenkrad saukalt, weil jetzt keine Lenkradheizung hat, oder im Sommer sauheiß das Auto, ihr wollt nach der Arbeit oder schnell ins Auto steigen, schnell wieder nach Hause fahren oder irgendwo anders hinfahren und heißes Lenkrad. Um das zu vermeiden, nehmen wir diese Klorolle und schneiden sie einfach mal dort ein. Nun haben wir hier eine kleine Kerbe. Und was wir damit machen, zeige ich euch jetzt So, mal. da bin ich wieder. Und zwar jetzt im Auto. Und zwar haben wir jetzt kein Wetter, wo ich jetzt sagen kann, hu, das Lenkrad kann ich nicht anfassen. Bisschen kühl, aber nicht eiskalt. Gut, ich habe auch keine Lenkradheizung. Aber wenn es jetzt wieder so heiß im Auto wäre und ich würde das Lenkrad anfassen wollen, habe ich mir schon die Finger verbrannt. Und wie ich das vermeiden will, zeige Ja, ich euch und mal. jetzt wollen wir mal testen. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, es sind so 40 Grad, hier drin vielleicht gefühlt noch wärmer. Die Hunde, mit denen ich gerade hier im Auto bin, die müssen unbedingt raus und ich kann nicht warten, bis sie das Lenkrad abgekühlt hat. Dementsprechend gucken wir mal, nehme ich diese Pappe, die ich vorher eingeschnitten habe, lege sie hier ums Lenkrad rum. Und wenn ich das dann zusammendrücke, habe ich einen wunderbaren Griff und verbrenne mir nicht die Finger. Das kühlt sich dann irgendwann ab, dann brauchst du es ja nicht mehr. Hier kann man auch nicht verrutschen, wenn man das Lenkrad richtig festhält, ist alles in Ordnung. Man kann sofort losfahren. Vielleicht gefällt euch diese Idee. Wir sehen uns gleich zur Hallo. dritten. Nun zu meiner dritten Möglichkeit, wie wir mit diesen Klopapierrollen machen können. Und zwar, ihr kennt das alle, ihr seid einkaufen und jetzt meint ihr wohl, ihr braucht einen Einkaufswagen. Was meint ihr wohl, wie viele da immer anfassen und Bakterien auf diesem Einkaufswagen sind? Da kommt jetzt unsere leere Klopapierrolle zum Einsatz. Ich zeige sie mal, wie wir das Ja, machen. ich habe mal einen Einkaufswagen hergeholt. Es ist ja so, wenn ihr kommt, vielleicht wart ihr gerade beim Duschen zu Hause. Oder habt euch gerade die Hände erst gewaschen, kommt jetzt und fasst diesen Wagen an. Nein, wir machen das anders. Wir holen uns aus unserer Tasche unsere leeren Klopapierrollen, legen sie hier um den Dings und können wunderbar, jetzt haben wir keinen Kontakt mehr, keinen Kontakt hier mehr zu dem Einkaufswagen und können wunderbar damit den Wagen jetzt schieben. Und sind wir fertig und schieben den Wagen zurück, einfach wieder abmachen. Und die Bakterien sind innen drin. Ihr könnt sie dann entweder nochmal verwenden oder einfach hier gleich im Markt entsorgen. Ja, und das waren die Ideen mit dem Klorollenpapier. Ich hoffe, meine drei Ideen haben euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit dem Daumen nach oben und eventuell abonniert meinen Kanal. Ja, wenn ihr was gebrauchen könnt von dieser Idee,
versucht es selber beim Autofahren. Muss man nochmal schauen, vielleicht braucht man da anstatt zwei doch vier Rollen oder vom Zebra-Wischung weg die etwas längere. Ja, habt ihr noch Ideen? Fällt euch noch was ein, außer damit zu basteln? Wofür kann man das noch? Dann lasst es mich wissen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.